S. Das steht bei Audi traditionell für Rennsport. Doch in der Vergangenheit verblasste dieses Image immer mehr. Rennsport wurde zum Reisesport. Die Ingolstädter Topmodelle konzentrierten sich auf Komfort, weniger auf Dynamik. Aber dieser RS3 will die Geschichte umschreiben. Sein Ziel? Neue Maßstäbe in der Power-Kompaktklasse zu setzen. Showdown bei Fastlap. Passt das jetzt endlich zueinander, dass es nicht Reisesport heißt, sondern Rennsport? Genau deshalb bläst dieser RS3 besonders lautstark zur Attacke. Wabengrill, schwarze Designelemente und breite Backen machen aus der Kompaktlimousine A3 den bösen Zwilling RS3. Die Baureihe mit der Typenbezeichnung 8Y soll das Rennsport-Image aufpolieren. Dass Audi es ernst meint, beweist die optionale Semi-Slick-Bereifung ab Werk. Ein Novum für den Kraftpotz. Für gute Laune sorgt auch der Turbo-5-Zylinder mit 400 PS und 500 Newtonmeter. Das Rennsport-Rezept komplettiert ein variabler Allradantrieb. Ich habe also auf Dynamic umgeschaltet, zack, bumm, hat er zurückgeschaltet. Also wie immer, das sind so die typischen Dinge. Ich gehe davon aus, dass die Drosselklappe jetzt auch sensibler reagiert. Er lässt mehr Drehzahl, er schaltet härter. Geräuschkulisse hat sich verändert. Also all diese Dinge, das ist so der Klassiker, das machen ja durch die Bank eigentlich alle. Was ich jetzt nicht so richtig spüre, ist ein Unterschied in der Lenkung. Da müsste ich nochmal zurückschalten, gleich auf der Geraden. Okay, so, aber ich spüre auf jeden Fall, dass die Rollneigung geringer geworden ist auch. Dass wir also auch über die Dämpfer eine andere Kennung fahren. Ah, Klangbild ist deutlich besser. So, das Rollen ist geringer geworden, er lenkt ein bisschen direkter an. Das fühlt sich wirklich dynamischer an. Das Auto macht jetzt echt mehr Spaß. Scharf geschaltet wird der RS3 zum Performance-Wunder. Der intelligente Allrad und die Semi-Slick-Bereifung offenbaren ihr ganzes Können, aber erst ohne ESP. Auf die Kurve zu. Dritter Gang. Eingeben, Vollgas. Ja, hinten war was, jawohl. So, jetzt hier lange Zungenkurve, Vollgas. Ja, also ich denke, man sucht den perfekten Kompromiss aus Dynamik nach hinten, um Fahrspaß zu haben, aber auch parallel die maximale Traktion für die Performance und Fahrsicherheit darzustellen. So, weil das, ja, jetzt hat man wieder ein bisschen übersteuern. Die machen das schon gut. Also die, man merkt schon, wie die Kraftverteilung intelligent verteilt wird. Vollgas. Ja. Hinten hat es ein bisschen gezuckt. Vorne war gut. Viel nach hinten. Vorne kann er lenken, hat er getan. Sehr gut. Genau diese Dinge, wo ich immer gesagt habe, Kinders, der Papa, der will das so. Ja. Hat man jetzt gemacht. Das ist schön. Endlich. Und da geht noch mehr. Für alle Querdynamik-Fans hat Audi erstmals im RS3 ein ganz besonderes Feature an Bord. Jetzt gehen wir mal in Torque Rear. Torque Rear. Aktivieren. So. Nicht auf öffentlichen Straßen nutzen. Ich finde diesen Hinweis sehr gut. Off. Off. Jetzt ist alles off. Okay? Bist du bereit? Ich bin bereit. So. Ich glaube, er kommt quer, oder? Vollgas. Oh. Die stark hecklastige Verteilung der Antriebskräfte erzeugt ein kontrolliertes Übersteuern. Da kommen sogar die auf Haftung ausgelegten Semislicks ins Schwitzen. Mit einem Semislick driften ist natürlich auch so eine Sache, ne? Ja. So, pass auf. Aber definitiv, er kommt quer. Ein niedriger Reibwert würde uns natürlich noch helfen, dass wir mehr quer fahren können. Aber jetzt hier, glaube ich, dafür haben wir nicht die Kraft, oder? Doch. Doch, wir hatten die Kraft und er kam quer. Möglich macht das der sogenannte Torque-Splitter. Das System regelt die Kraftverteilung auf die einzeln angetriebenen Räder je nach Bedarf. Die Auslegung von dem Auto ist so, dass man versucht, Audi-like immer noch so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau zu bauen. Also es ist nicht so, dass man sagt, das ist der kompromisslose Sportler,
egal wann und wie, in welchem Modi du fährst, es ist immer der Kracher. Nein, das will er nicht. Da ist Mercedes mit dem AMG, mit dem A45S schon ein bisschen, ne? Ja, da zeigen die schon mehr und sagen, ja doch, wir machen das immer. Ein ernstzunehmender Gegner für alle Kompaktsportler, der Mercedes AMG A45S. Der Stuttgarter sorgte bei Fastlap bereits für ordentlich Fahrspaß. Hat der RS3 da überhaupt eine Chance? Ich glaube, dass das Auto auch schnell sein wird, weil zum einen der Reifen das kann, ja, und wir dann wirklich auch einen guten Speed in den Ecken haben. Traktion wird kein Problem sein, wir kommen gut raus. Das wird auch nicht ein Problem, dass wir sagen, wir verlieren viel Zeit beim Beschleunigen. Das kann er immer noch sehr gut. Und auch mit dem ordentlichen Maß an die Hinterachse, dass die Vorderachse des Autos, dass wir das gut platzieren können. Die Bremse hat bis jetzt einen guten Job gemacht, Auto verzögert sauber, die Vorhersehbarkeit von der Bremsung war auch gut. Also dass du jetzt nicht sagst, oh, das Pedal steigt aus oder du weißt nicht so, wie der auf den Bodenwellen reagiert. Das war alles clean bis jetzt. Ich denke mal, der wird schon so in dem Bereich von dem Mercedes, wird er sich auf jeden Fall bewegen. Fastlap. Sein Gegner ist die Zeit. Der Audi krallt sich in den Asphalt und spurtet los. 3,8 Sekunden braucht er laut Werksangabe für den Sprint auf 100. Am ersten Bremspunkt in Kurve 1 ist er bereits 164 km/h schnell. Gut 2 km/h mehr als der AMG A45S. Torx-Splitter und Allradantrieb stemmen den Kompaktsportler optimal aus den Kurven heraus. Der gripstarke RS3 schlängelt sich unaufgeregt durch die Kurven. Der Audi jagt die Gegengerade entlang. 250 km/h sind laut technischen Daten maximal möglich. Am Bremspunkt liegen 226 km pro Stunde an. Damit ist er einen Hauch langsamer als der AMG A45S. Auf der Zielgeraden ist klar, heute entscheiden Zehntelsekunden über Sieg oder Niederlage. Reisesport, Rennsport, die Grundauslegung ist immer noch, dass er komfortabel sein soll. Ja, das erfüllt er auch. Er kann aber parallel auch schnell. Und das war, sagen wir mal, jetzt schon gut. Und was er auch gut kann, was ich immer auch ein bisschen kritisiert habe, war ja die Tatsache, wenn man von Vierradantrieb spricht, wie ist die Kraftverteilung, die Momentenverteilung? Ja, kann man vielleicht dann doch mal sagen, das Auto wird auf der Hinterachse agiler, wenn ich ans Gas gehe. Ich entlaste damit den Vorderreifen, dass er einfach nur noch lenken muss und weniger auch Kraftübertragung auf die Straße zu bringen hat. Und das ist gelungen. Was an dem Auto cool war heute, ist mir die ganze Zeit aufgefallen, ich fahre in die Kurven hinein, auch auf meiner schnellen Runde, habe eigentlich tendenziell ein leichtes Untersteuern und denke in dem Moment, nicht gut. Und dann bin ich ans Gas, voll drauf, und dann hast du gemerkt, wie plötzlich auf der Hinterachse das Auto lebendig wurde. Das heißt also, man konnte richtig spüren, wie die Antriebskraft wirklich nach hinten transferiert wurde. Und dadurch, dass hinten so viel Moment anlag, fing die Hinterachse an, auch mitzuarbeiten. Also für mich bleibt abschließend zu sagen, dass dieser Audi hier auf dem richtigen Weg ist. Oder Audi mit diesem Auto auf dem richtigen Weg. So kann man Fahrdynamik machen. Schneller als die Konkurrenz und ein Fahrspaßgarant. Der RS3 rettet die Ehre der RS-Modelle. Ein Dynamiker,
der die Legende des Audi 5-Zylinders weiterleben lässt. Mit gut 64.000 Euro Grundpreis ist er allerdings kein Sportwagen-Schnäppchen.